nicht passieren. So, ich habe jetzt 132 Dominanzsteine. Ich würde dir sehr gerne 7 abgeben. 132, ich glaube, es waren 138. Nee, 132, Gott sei Dank. Das Schlimme ist jetzt, ich darf jetzt 7 einfach wegschmeißen. Das tut mir echt weh. Okay. Das ist so bitter. Das tätst du nicht glauben, Ton. War ich heute eigentlich schon in meiner Random Hero? Ich glaube. So, Katka, was ist da los? Vermächtnis des Zauberkönigs. Das zweite Gesicht spricht mit Katka und findet Gul'dan mit dem See als Zauberer. Jetzt labert er wieder so eine halbe Stunde. Beobachtet und geht. Ich bin bereit, Erzmagier. Hau rein, Digga, was los? Großartig. Ihr sucht wir haben doch alles, was wir brauchen. Gul'dan wird sich diesmal nicht meinem Blick entziehen. Mein Druide ist übrigens in Dalaran ziemlich beliebt, denn die Kirin Tor, die hier rumstehen, die mögen mich alle. Vorsichtig. Bei meinem Todesritter ist das nicht so. Wir ihn haben wollen. Schön auch, dass sein Zauber aussieht wie ein Level Up. Valzymius. Was kommt dann? Ich finde dich. Dort, Gul'dan, er ist... Ihr, der Menschenmagier aus Tanan. Ich finde es cool, dass es so viele magische Völker gibt und der bekannteste, größte Magier aktuell ist ein Mensch. Katka, scheinbar haben wir eine gemeinsame Vergangenheit. Dann wisst ihr ja, wie es ausgeht. Gebt auf! Eure alberne Magie lässt sich auch umdrehen. Ich habe auch euch. Von irgendwoher kenne ich auch Gul'dans Stimme. Das ist so schrecklich. Idiotischer Mann. Bin ich eigentlich hier jetzt schon, Garona? Euer nee, erst nach der Gießerei. Ich wird langsam sein. Ich wünschte nur, ich könnte ihn in Person genießen. Champion, der Erzmagier. Muss ich ihm jetzt auch noch irgendwie sein Heilmittel da vorbereiten? Zubereiten? Kommandant. Das zweite Gesicht. Jäger gejagt. Folgt Garunas Spur ins Tiefland von Zangara. Findet sie, besiegt sie und nimmt sie gefangen. Ich bleibe beim Erzmagier und hole Hilfe. Schnell, nehmt Garuna gefangen. Ich muss euch sagen, das Ende der Garnisonskampagne der Allianz, zumindest die Standard-Garnisonskampagne, ach, jetzt muss ich wirklich den Spuren folgen, ich weiß doch, wo Garuna ist. Das kennst du ja wahrscheinlich dann auch, oder? Mhm. Das sind doch irre Spuren. Mit der Worgen und Barriss Alexton. Fand ich nicht nett. Ich hatte Mitleid mit beiden. Aber dafür habe ich diesen Schiffswerftisch für mein Hauptgebäude bekommen, was ich auch interessant fand. Ich frage mich, wie es bei der Horde ist. Werden wir noch rausfinden. Ihr seid stark und gerissen. Ja, und jetzt wird sie mich doch gleich von hinten anfangen. Betäubt. Garunas brennendes Teufelsgift. Teufelsinfusion. Verfolgt Garuna, ich bin schneller als du, Mädchen. Das Gift ist wie Feuer in euren Adern, nicht wahr? Keine Sorge, gleich ist es vorbei. Und Garunas Stimme kennt man auch, das ist ganz schön scheiße. Also ganz schön eklig. Aber Garuna hat auch zwei süße Mädchenzöpfchen. Als stinkender, tiefstimmiger Ork-Transen-Hybrid. Es aus Siedenbrette. Oh, Doppelgarone. Oh, ihr seid ja richtig. Tötet mich besser schnell. Euch geht die Zeit aus. Achso, die hat ja nur. Sag mal, kaum Leben, die Frau. Wir sind beim Bomber eine Mauer ausgewählt, die blöde Kuh. Schon wieder? Was ist da los? Die ist besser als alle aus dem RTL-Raid. Das ist doch ganz schön, was du hier gerade mit mir machst. Ein Schoßhündchen-Bad ist ausgelaufen. Also dein Kuh. Das ist eine Kuh-Sey. Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Verwende die Kerkerrobe. Ding. Aber holt man so ein Gegenmittel für ihn? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh, diese Feldbrücke ist noch nicht bereit. Weißt du das noch? Keine Ahnung. Machen wir halt.
halt noch schnell fertig, bis ich die Folgequest habe. Was gibt es Neues? Jäger gejagt. Artikel 2, Gul'dan schlägt zurück. Ach so, Jaina hat ihn gerettet. Genau so war das. Ich kann jede Hilfe brauchen. Sexy Jaina. Der Rat der Sechs will die Horde nicht einmal in der Nähe der Kirin-Tor sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dem Rat nicht... Stimmt, hier ist sie ja auch schon Anführerin der Kirin-Tor. Alter Sturkopf. Wo wurde sie das? In Katta, ne? Nee. Nicht am Ende? Ne? Also am Anfang ist sie ja böse geworden. Und ihr Auschwitz, was sie da in Dalaran gemacht hat, war in... In Katta. War das in der Mist of Pandaria Legendary Quest? Ja, das war in Mist of Pandaria gewesen, oder? So ein Szenario? Naja, so ein Singleplayer-Szenario, stimmt. Berührung der Kirin-Tor. Sprecht mit Erzmagier Katka um euren Ring zu stellen. Ja, steh auf, Wichser, und gib mir meinen Ring. Bin bereit, Erzmagier. Seid wachsam. Jetzt muss ich kurz überlegen, tötet er mich jetzt? Das tut gar nicht. Na gut, es wird verdammt wehtun. Es wird verdammt wehtun. Wer Macht haben will, muss leiden. Macht Jaina jetzt eigentlich auch was? Ich weiß ja gar nicht mehr. Der Zaubererkönige in tatsächlich. Okay, Jaina wird mich nicht töten, dann tötet er mich nach der Gießerei. Omnibus Albitrade. Omnibus Albitrade, Arcanum Totalis. Heißt, irgendwie alles soll leben. Und die Arcan-Magie ist voll total. Boom. Ihr spielt hier mit gefährlichen Kräften, Erzmagier. Kommt doch hin, oder? Also Omni ist doch alles? Alvitrade, Vita, das hat doch immer irgendwas mit Leben zu tun? Also ich gehe jetzt von Latein aus, das ist ja nur halb Latein hier, dieses Gelaber von den Menschen. Was war das andere? Arcanum Totalus, also Arcan und vollständig total. Viel lernen. Das ist mein Verständnis von Latein. Das hier ist mein Ring. Oh, jetzt habe ich auch schon den Buff. Geil. Okay. Berührung der Kinder. Das Herz des Zorns besiegt den im Schmelzofen der Schwarzherzgießerei gefangenen Elementarzorn und nimmt ihm das Herz des Zorns. Ach du Scheiße. Der Foliant der Flammenbändiger. Beschärft den Folianten der Flammenbändiger von Flammenbändigen Kagras in der Schwarzherzgießerei. Umgekehrte Piraterie. Beschafft die traumaturgische Kugel der Drena aus der entsetzlichen Grotte in der Schwarzherzgießerei. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Macht der Elementarlords. Sammelt drei Elementartafeln. Beschafft die Tafeln, indem ihr Bosse in der Schwarzherzgießerei besiegt und ihnen ihre Elementarruhe. Seid wachsam. 100 Runen, eine Tafel. Ergo 300. Nein, Tafeln. 300. 300 Runen, eine Tafel. Ergo 900 Runen. So viel dazu. Kein Problem. Dinger pro Tafel. So, jetzt gehe ich zurück in meine Garnison. Dann sind wir fertig. Und dann gehe ich schon mal in die Gießerei und sammle schon mal Sachen, weil. Mein Abo läuft aus, deins läuft weiter, oder? Glaub schon. Ich hab ja noch ein paar mehr Tage noch drauf, weißt du? Achso, du hast gar nicht über Konto. Ich dachte, du hast über Konto. Naja, gut. Oder machst du mal über Konto einen Monat? Nee, ich bin jetzt hier umgestiegen auf Gametime. Das ist, glaube ich, auch schlauer, weil bei uns, wir leiden doch an derselben Krankheit, dass wir hin und wieder mal Bock haben und dann hin und wieder mal... Guck mal hier! Ich komme in meine Garnison und was ist die erste Garnisonsmission, die ich kriege? 43%, 18 Elementarrunden zu erreichen. Wird direkt mal ausgeführt. So, habe ich noch irgendwie ein Boot übrig? Nee, gut. Dann würde ich hier noch abgehen, reparieren und dann sind wir völlig. Ich muss noch mal endlich mal zu Arthas. Mir diese Scheißschrift zu verkaufen oder zu tauschen. Ich kann dieses. Doch, das Wehklang der Hochgeborenen kann ich trotzdem noch hören. Ich mag das Lied immer noch. Man darf es sich halt nur nicht als Wecker packen, weil dann wird es schrecklich. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn ihr ein Lied nie wieder hören wollt, nehmt es als Wecker. Was wollte ich gerade sagen? Aber Invincible ist viel geiler. Vor allem von Jenny Anniversa, alle mal bei YouTube eingeben. So. Erstmal am Auge kratzen. Das war dann mal wieder mit World of Warcraft, Wallets of Jaina. Domi, was hast du eigentlich zu Nikolaus Schönes bekommen? Hast du was Schönes bekommen? Ich hab ein T-Shirt bekommen. Wovon? Bestimmt Bandshirt? Nein, Bandshirt von Cannibal Corpse. Oh, cool. Das kenne ich sogar. Aber man muss ja echt dazu sagen, das hätte auch fast ein Fehlgriff werden können, ne? Weil das halt so ein ähnliches Motiv wie von dem Shirt ist, was ich schon habe. Auch von Cannibal Corpse halt, oder wie? Ja.
Sprich, du hättest einfach dann einen Doppelkauf gehabt. Mhm. Bei Farben ist ja bei dir mal leicht. Schwarz, Schwärzer am schwärzesten. Richtig? Richtig. Genau. Was ist das da eigentlich? Schildwachengefährte. Ist das wirklich von der... Ich habe ja hier keine Schildwachen. Ist das ein Pet? Egal. Das war's wie gesagt mit World of Warcraft Lords of Draenor. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Schwarzwaldgießerei. Richtig? Richtig. Gut. Genau. Haut rein. Tschüss.